Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Sabine Brandl. Hallo Sabine, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, Sabine Brandl, mein Name wurde schon gesagt. Ich schreibe lesbische Liebesromane vorrangig, das ist mein Schwerpunkt, möchte ich sagen. Aber ich schreibe auch gerne Kurzgeschichten und Lyrik. Ich versuche immer auch gerne mal mit Genregrenzen zu spielen, also aus der Nische ein bisschen herauszukommen. Merkt man jetzt auch bei dem Buch, das ich heute Abend vorstellen werde. Grundsätzlich mische ich meine lesbischen Geschichten auch gerne mit Krimi-Themen zum Beispiel. Und meine Kurzgeschichten sind ja Themen aller Art, auch die Lyrik. Was mir wichtig ist beim Schreiben, ist, dass ich mit Vorurteilen spiele, mit Klischees, um einfach Schubladen zu öffnen, um einfach ein Zeichen für die Vielfalt zu setzen. Das ist mir wichtig. Und genauso offen und vielfältig versuche ich auch an die Literatur heranzugehen. Ja, das hört sich doch schon gut an, was du alles so schreibst. Ich bin ja sowieso neugierig von Natur aus. Daher musst du gleich mal verraten, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Das Buch heißt Das Rätsel um Cecile. Das ist Lesbian Romance meets Psychokrimi, so steht es auch auf dem Klappentext. Da wird eben eine sehr starke Liebesgeschichte auch gemischt mit einem Psychokrimi. Und ja, wenn du willst, Emilia, dann sage ich noch ein bisschen was zum Inhalt des Buches, vielleicht so zum Aufhänger, zum Klappentext, ja? Sehr gerne. Also ich würde jetzt sagen, wenn man so den Pitch vorstellt oder so einen Roman in einem Satz zusammenfassen soll, ist das immer eine Herausforderung. Man hat da 200 Seiten oder mehr geschrieben. Für mich ist dieses Buch einfach die große Herausforderung gewesen, eine lesbische Geschichte mit diesen unheimlichen, mysteriösen Elementen zu kombinieren, die eben in Psychokrimis auch vorkommen, Ostseekrimis. Und es geht letztlich um eine frustrierte Liebesromanautorin, die eine faszinierende, rätselhafte Cecile kennenlernt und dann verspricht, auf das Haus ihrer toten Mutter aufzupassen. Und ab da wird es ja unheimlich und mysteriös. Und diese Autorin, die hat ja selber eigentlich keine Lust mehr auf Liebesromane und wird dann eigentlich in so eine Thriller-Geschichte verwickelt im echten Leben. Ich lese nochmal den Klappentext, da ist alles nochmal so im Überblick. Ein mysteriöses Familiengeheimnis, ein ungeklärter Selbstmord, eine unheimliche weißhaarige Frau am Hafen. Damit wird die Schriftstellerin Lena konfrontiert, obwohl sie in Stralsund eigentlich nur auf Inspiration für ihr neues Buch hofft. Denn statt Liebesromanen will sie künftig Thriller schreiben. Als sie dann auf die geheimnisvolle Cecile trifft, die sie darum bittet, für einige Wochen auf das Haus ihrer verstorbenen Mutter aufzupassen, nimmt das Unheil seinen Lauf und sie findet sich selbst in einem Thriller wieder. Psychokrimi meets Lesbian Romance. Wow. Ich bin mega neugierig. Das ist für mich jetzt was völlig Neues. Daher, wenn du magst, fang doch gleich mal an. Ja, gerne. Ich fange ziemlich am Anfang an. Wie schon erwähnt im Klappentext, die erste Szene spielt in Stralsund, wo sich Lena Baumgartner und Cecile Krüger kennenlernen. Sie ist in Stralsund, um ihren neuen Liebesroman zu schreiben und hat gerade mit ihrer Verlegerin telefoniert, die eben ihre Fortschritte wissen wollte. Und Lena ist jetzt nach diesem Telefonat ein bisschen genervt, weil sie so einen Druck spürt und sie hat eigentlich gar keine Lust mehr auf diese ganzen Liebesromane. Und jetzt steige ich einfach mal ein. Wie wäre es mit noch einem Pilz, um das Telefonat hinunterzuspülen? Naja, vielleicht. Erstmal eine Zigarette. Ich krame in meiner Jackentasche nach Tabak und Papers und beginne mir eine zu drehen. Da höre ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz stören? Ich drehe mich um. Vor mir steht eine große, schlanke Frau mit schwarzem Haar und schwarzem Mantel. Ihre Lippen sind blutrot und ihre Haut ist blass, fast wie bei Schneewittchen. Allerdings eine recht düstere Version dieser Märchenfigur, was Aura und Kleidung betrifft. Hübsch ist sie, das fällt mir gleich auf. Aber es ist eine rätselhafte, irgendwie zerbrechliche Schönheit.
Klar, sage ich und zünde meine selbstgedrehte an. Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch mit anzuhören. Sie sind Schriftstellerin? Ich nicke. Ja, na ja, jedenfalls habe ich ein paar Bücher geschrieben unter dem Namen Helen May. Keine Ahnung, warum ich ihr meinen Autorennamen reindrücke. Besonders stolz bin ich nicht auf mein zweites Ich. Vielleicht, um die Fremde ein wenig zu testen. Kennt sie Helen May und liest deren Bücher? Spricht sie mich an, weil sie Schriftsteller allgemein spannend findet? Oder ist sie eine von denen, die auch Autorin werden will und mich um Tipps bittet? Das ist normalerweise die Voraussetzung für ein sehr ödes, langweiliges Gespräch. Ich habe schon Romane von Ihnen in verschiedenen Buchläden gesehen, erwidert sie. Mehr nicht. Nicht, ob sie sie gelesen hat, nicht, ob sie sie gelungen fand. Diese sachliche, ungekünstelte Reaktion gefällt mir. Doch was will diese Frau von mir? Sie scheint meine Verwirrung zu bemerken. Besser, ich komme zum Thema. Ich habe Sie angesprochen, weil Sie vorhin am Telefon angedeutet haben, Sie würden gern noch länger in der Gegend bleiben. Ich überlege kurz. Das habe ich nur behauptet, um eine Ausrede zu haben. Keine Ahnung, ob ich das wirklich will. Morgen muss ich jedenfalls zurück nach München. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sollten Sie noch hierbleiben wollen. Kostenlos, für 6 Wochen, vielleicht sogar 8. Ich verschlucke mich am Rauch meiner Zigarette und huste. Wow, das kommt etwas überraschend. Darf ich mich kurz zu Ihnen setzen? Wenn Sie möchten. Was soll das denn werden? Ich mustere sie skeptisch und gespannt gleichermaßen. Welches Angebot hat sie mir zu machen? Die Unbekannte nimmt mir gegenüber Platz. Ein Hauch ihres Parfums weht mir um die Nase. Es riecht gut, sehr gut sogar. Sie sieht mich mit ihren blauen Augen an. Meine Mutter ist vor einer Woche gestorben. Sie hat ein Haus in Althof. Das ist 15 Kilometer von Stralsund entfernt. Ich muss ab übermorgen für einige Wochen in ein Krankenhaus. Sie zögert kurz, wie um Anlauf zu nehmen. Also in eine Therapie gehen. Und der Termin lässt sich nicht verschieben. Ich warte schon ein halbes Jahr darauf. Nun kommt gerade alles zusammen. Aber ich muss mich jetzt dringend um mich selbst kümmern. Ein Makler ist schon beauftragt. Er hat das Haus bereits besichtigt, kümmert sich später um den Verkauf. Allerdings muss es vorher noch entrümpelt und vielleicht auch renoviert werden. Darum kümmere ich mich später. Vorerst wird es auch keine Besichtigungstermine geben. Aber es wäre trotzdem hilfreich, wenn in der Zwischenzeit jemand nach dem Garten sehen und das Haus sauber und ordentlich halten würde. Sie blickt mich fragend an, aber ich glotze nur stumm und überfordert zurück. Daher spricht sie nach einer kurzen Pause weiter. Keine Sorge, der Makler war vor wenigen Tagen im Haus und sagte, es sei in einem guten Zustand und auch gepflegt hinterlassen worden. Ich selbst war länger nicht dort, aber ich weiß, dass meine Mutter eine ordnungsliebende Frau war. Für ihre Dienste würde ich sie kostenfrei wohnen lassen und ihnen, sagen wir mal, 150 Euro pro Woche zusätzlich geben. Ich versuche, das eben Gesagte zu verdauen. In meinem Kopf schwirren die Wörter Therapie, tote Mutter, Makler und wollen keinen sinnvollen Zusammenhang ergeben. Also schaue ich das mysteriöse Schneewittchen weiter schweigend an. Ihr Gesicht mit den hohen Wangenknochen wirkt ernst, ihre blauen Augen sehen mich abwartend an. Mein Kopf rattert und ich spreche das Erste aus, was mir in den Sinn kommt. Mein Beileid wegen ihrer Mutter. Aber kann nicht eine Nachbarin oder ein Nachbar nach dem Haus sehen? Oder jemand von ihrer Familie? Ein Blitzen in ihren Augen. Nein. Ihr Blick im Zusammenhang mit dieser harschen Ablehnung erzeugt bei mir eine Gänsehaut. Mein Kopf ist ganz leer und wirr. Da mir wieder nichts einfällt, nehme ich einen tiefen Zug von der Zigarette und starre aufs Wasser. Leichter Nebel zieht auf, wie passend. Ihre Stimme klingt nun wärmer. Es ist nur ein kleines Haus und ein hübscher Garten. Sie werden nicht viel zu tun haben. Wann waren Sie zuletzt dort?
Die Fremde sieht nun auch aufs Meer und zögert einen Moment. Vor knapp 30 Jahren, damals war ich 9. Ich schlucke. Haben Sie Ihre Mutter seither nicht mehr besucht? Wieder Kälte in ihrer Stimme, eine Abwehrhaltung. Wir haben telefoniert. Ich lasse mich von ihrer abweisenden Art nicht aufhalten. Wenn ich diesen Job annehmen soll, muss ich mehr wissen. Warum waren Sie nicht mehr dort? Gab es Streit? Nein, es gab keinen Streit. Ich hatte in der letzten Zeit sogar ein recht gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Woran ist sie denn gestorben? Die rätselhafte Frau schickt ihren Blick erneut aufs Meer. Sie schweigt, ich schweige zurück, sehe sie abwartend an. Oh ja, sie ist wirklich sehr schön und faszinierend, schießt es mir durch den Kopf. Gerade weil sie so merkwürdig und undurchschaubar ist, noch dazu so eisig und im nächsten Moment so sanft. Wahnsinn, diese hohen Wangenknochen, dieser verklärte, irgendwie auch traurige und verlorene Blick. Normalerweise bin ich eine gute Menschenkennerin, aber aus diesem Schneewittchen werde ich nicht schlau. Sie trägt einen undurchdringlichen Schutzpanzer, wie es mir scheint. Aber wovor will sie sich schützen? Was ist los mit dieser Frau? Was mag sie jetzt denken und fühlen? Ich wüsste es zu gern. Na gut, sagt sie schließlich in meine Gedanken hinein. Ich verrate es Ihnen. Sie erfahren es ja ohnehin. Meine Mutter hat sehr wahrscheinlich Selbstmord begangen. Aber nun hören Sie bitte auf, mich zu löchern. Da bleibt mir einen Moment die Luft weg und die Härchen an meinen Armen stellen sich auf. Die Mutter begeht Selbstmord und das nur sehr wahrscheinlich? Was war es denn sonst? Doch nicht etwa Mord? Die Tochter muss nach deren Tod zur Therapie und nun soll ich auf das Haus dieser Irren aufpassen? Ich weiß, das muss sich alles sehr seltsam für Sie anhören, fährt die Fremde nun in sanfterem Ton fort. Aber könnten Sie sich trotzdem vorstellen, mein Angebot anzunehmen? Ich bin kurz davor, den Kopf zu schütteln. Ja, aber natürlich sagt Lena dann doch zu, sonst wäre das Buch hier an der Stelle sehr schnell vorbei. Und ich springe jetzt ein paar Seiten weiter. Lena ist in dem Haus angekommen, erlebt dort einige sehr schwierige Tage, unheimliche Begegnungen, kann schlecht schlafen, hat Albträume, keinen Appetit. Also ihr geht's richtig schlecht in dem Haus und die ganze dunkle Atmosphäre macht sie fertig. Und sie hat gerade mit ihrer Ex telefoniert. Ihre Ex ist ihr fremdgegangen und das war ein unerfreuliches Telefonat. Sie hat jetzt aufgelegt und hier steige ich ein. Da höre ich erneut ein Klingeln. Nein, es ist nicht mein Handy. Es ist das schrille Klingeln eines alten Festnetztelefons. Wein schwappt über meine Finger. Beinahe schaffe ich es nicht mehr, das Glas auf dem Küchentisch abzustellen. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Ich gehe ins Wohnzimmer und blicke auf das altmodische schwarze Gerät, das auf der Kommode neben dem Bücherschrank steht. Wer zum Henker ruft hier an? Noch dazu nachts um 11. Schließlich ist Ellen tot. Das müssten inzwischen alle Leute wissen, die mit ihr zu tun hatten. Und jemand, der mich sprechen will, würde auf meinem Handy anrufen. Keiner meiner Bekannten kennt die Nummer von diesem Haus. Ich kenne sie nicht mal. Außer es ist Cecile. Aber auch sie hat meine Handynummer, seit ich sie vorgestern zum Test auf ihrem Mobiltelefon angerufen habe. Soll ich überhaupt rangehen? In meinem Kopf schießen einige Argumente hin und her, für und wider, aber letztlich siegt meine Neugier, wenn auch ein wenig Sorge um Cecile darin mitschwingt. Ich gehe zur Kommode und hebe den Hörer ab. Hallo? Auf der anderen Seite nichts. Moment, doch. Ein Schnaufen, ein leises Schnaufen, das nun immer lauter wird. Meine Schläfen pochen, mir wird schwindlig. Ich hebe den Apparat hoch und ziehe ihn bis zum Sofa. Die Leitung ist gerade lang genug. Dann lasse ich mich auf das weiche Polster sinken. Hallo, hey, was soll das? Wer ist dran? Rufe ich. Aber es klingt weniger wütend und vehement, als ich mir das gewünscht hätte. Das Schnaufen wird nun zu einem hellen Röcheln. Gänsehaut überzieht meine Arme. Es ist eine Frau, die ich meine, da zu hören. Und plötzlich fällt mir Ellen wieder ein und die Frau, die ich heute Nachmittag am Hafen gesehen habe.
die womöglich sogar Ellen ist. Nein, verdammt, nein, das ist Unsinn, verdammt. Hey, ich lege auf, wenn sich jetzt keiner meldet, schnauze ich ins Telefon, während meine Hand, die den Hörer hält, leicht zittert. Die Person an der anderen Leitung schnauft und röchelt weiter, aber es kommt kein Wort. Da knalle ich den Hörer auf die Gabel. Eigentlich will ich wütend sein, aber präsent ist erst einmal nur Angst. Mein Herz trommelt, mein Magen zieht sich zusammen. Ich schließe die Augen und lehne mich zurück. Wer war das? Nein, es kann nicht Ellen gewesen sein. Auch sonst keine verstorbene oder irgendwie untote Person. Kein Geist, kein Zombie oder Vampir. Nichts von alledem ist möglich. Was also dann? Ein alberner Streich? Das würde schon deutlich mehr Sinn ergeben. Ich grüble noch eine Weile, verdränge dabei geflissentlich alle Möglichkeiten, die mit Mystery, Spuk und Horror zu tun haben, und beschließe auch, Cécile als mögliche Anruferin zu streichen. Warum sollte sie das tun? Außerdem würde so ein Quatsch nicht zu ihr passen. Außer, was, wenn es nun kein Quatsch wäre? Hat Cécile angerufen, weil sie in Not war? Aber auch das ergibt keinen Sinn. Warum sollte sie in Gefahr sein? Sie ist in der Psychiatrie sicher gut versorgt. Soll ich sie anrufen? Aber es ist schon nach 11 und damit zu spät dafür. Noch dazu, um sie mit solch einem verrückten Anliegen zu belästigen. Ich werde Cécile morgen Vormittag anrufen, in einem ausgeruhten und weniger aufgewühlten Zustand. Schließlich habe ich einige Fragen, die ich loswerden muss. In aller Ruhe, ohne Panik. Das werde ich tun. Ich sehe mich in dem düsteren Wohnzimmer um, das schon bei Tageslicht gruselig wirkt, allein wegen der altertümlichen Möbel. Nachts wirft die spärliche Beleuchtung durch die alte Schirmlampe ein merkwürdig gelbliches Licht in den Raum und zaubert unheimliche Schatten an die Wände. Wie gern hätte ich jetzt die Uhr nach vorne gedreht, sodass gleich der Morgen anbricht und die Finsternis verschwindet. Natürlich geht das nicht. Aber es ist ein ebenso tröstlicher wie sinnloser Gedanke. Kaum hat sich mein Herzschlag etwas beruhigt, höre ich ein leises Klacken und Schaben. Es kommt von der Terrassentür, ganz eindeutig. Jemand kratzt an der Glasscheibe. Sofort schießt mein Puls wieder in die Höhe. Da wird doch nicht etwa die vermoderte Ellen mit ihren Fingernägeln an der Tür scharren? Quatsch, Schluss damit. Das ist einfach nur noch kindisch. Ich atme tief durch, versuche zu schlucken, aber mein Mund ist so trocken und rau, als wäre er mit Schmirgelpapier ausgelegt. Langsam erhebe ich mich, meine Knie zittern. Ich balle meine Fäuste, gehe einen verkrampften Schritt nach vorne und drehe mich zur Terrassentür. Das Erste, was ich sehe, sind stechend gelbe Augen, dahinter eine schwarze Silhouette. Ich will schreien, doch es entkommt mir nur ein leises Krächzen. So, das war mein erster Lesepart. Der war sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Danke, freut mich. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Vielleicht magst du die mal so ein bisschen vorstellen und vielleicht auch verraten, warum du die so ausgewählt hast. Ja, gerne. Also zwei Personen haben wir schon mal kennengelernt in den Textausschnitten. Das sind Lena und Cécile. Und Lena ist ja, wie schon erwähnt, eine Autorin, die eigentlich einen neuen Weg sucht. Sie schreibt als lesbische Frau hetero-Liebesschnulzen, wie sie selber dazu sagt, und muss sich da auch ein Stück weit verleugnen. Also sie schreibt ja unter dem Pseudonym Helen May und gibt halt auch vor, eine Person nach außen zu sein, die sie gar nicht ist. Sie selber ist enttäuscht von der Liebe, wurde von ihrer Freundin betrogen und belogen. Und sucht jetzt auch ihren Weg und hat auch irgendwo die Aufgabe, auch mal für andere Leute einzutreten im Laufe des Romans, weil sie muss ein bisschen was lernen, möchte ich mal sagen, wie alle Figuren immer ein bisschen was lernen müssen in Romanen. Und Cécile, die ist sehr mysteriös, sehr unnahbar tatsächlich. Also sie wechselt von einer sehr ruhigen Art auch in seinen schroffen Ton und hält damit die Leute auf Distanz zum einen, aber ist auch faszinierend. Und sie hat die Herausforderung, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und braucht dabei auch Unterstützung.
In dem Fall braucht sie die Hilfe von Lena. Und dann gibt es noch Ellen, ja, das ist die tote Mutter, die verstorbene Mutter. Man weiß von ihr nicht so viel, man wird immer mehr erfahren im Laufe des Buches. Also sie hatte psychische Probleme, Selbstmord steht ja im Raum oder auch nicht, vielleicht war es was anderes. Und dann gibt es noch so Sidekicks, wie die junge Maike ist ein Teenager im Dorf, der gerne Späße treibt und die Leute zum Narren hält, die aber so ein bisschen zur Verbündeten wird für Lena. Und der Dorfwirt, der so grantig ist und abweisend gegenüber Fremden. Und noch ein paar andere schrille Figuren in dem Dorf Althof. Und aber die wichtigsten Kernelemente sind wirklich Lena und Cecil und auch die Unterschiedlichkeit der beiden Frauen, die einfach auch so eine Spannung ergeben soll und ja, interessant sein soll, hoffentlich. Ja. Wo spielt denn eigentlich dein Buch? Der spielt an der Ostsee, also die Eingangsszene in Stralsund. Und dann verlagert sich die Handlung an einen kleinen Ort, der heißt Althof, der ist fiktiv. Also so ähnlich ein Ort gibt es ja. Ich habe mich da umgesehen an der Ostsee und habe mir einen Ort ausgesucht, der so ähnlich in meinem Buch auch stattfinden soll. Althof ist ein kleines Kaff letztlich, hat aber einen kleinen Hafen auch. Und da spielen zwei zentrale Szenen auch in dem Buch. Ich bin neugierig, habe ich ja vorhin schon erzählt, ne? Mhm. Deswegen musst du jetzt unbedingt weiterlesen. Ah ja, na gerne doch. Dann steigen wir weiter ein in die Geschichte. Wir haben jetzt gesehen, es geht Lena in dem Haus nicht gut. Sie erlebt schlimme Sachen. Weiß oft auch nicht Realität und Spuk oder was ist das eigentlich, kann sie ihren Sinnen überhaupt noch trauen. Und nachdem ihr es einfach konstant schlechter geht dort, will sie Lena noch einmal treffen und ihr den Schlüssel zurückgeben und die Sache einfach beenden und ihr sagen, sorry, tut mir leid, aber es geht nicht mehr. Und dazu treffen sich die beiden Frauen in dem Klinikpark. Also Cecil ist ja in dieser Klinik auf Therapie. Und ich steige in der Szene ein, wo die beiden miteinander sprechen und eben dieses Ende des Projekts besprechen. Ich merke an ihrer leisen, etwas brüchigen Stimme, dass es ihr schwerfällt, über das Thema zu sprechen. Genau wie vor einigen Tagen bei unserem ersten Treffen in Stralsund bin ich hin und her gerissen zwischen meiner großen Neugier und dem Bedürfnis, Cecil von weiteren unangenehmen Fragen zu verschonen. Doch erneut siegt meine Neugier. Würden Sie mir noch etwas mehr verraten? Was ist in dem Haus geschehen? Was in dem Keller passiert, der nun abgeschlossen ist? Es scheint, als lege sich plötzlich eine unsichtbare Hülle um Cecil. Sie bekommt etwas gänzlich Unnahbares. Ihr Blick wird abweisend und kühl, genau wie ihre Stimme. Warum soll ich Ihnen all das sagen? Voraussichtlich verlassen Sie das Haus nicht. Warum soll ich Ihnen da noch diese schrecklichen Dinge erzählen? Ich schlucke. Sie hat völlig recht. Wozu sollte sie sich damit quälen, wenn ich wegfahre und sie mit dem ganzen Schlamassel im Stich lasse? Aber Moment, halt. Fahre ich denn wirklich weg? Meinen einzigen sachlichen Grund, die Gage für die Lesung, kann ich nun nicht mehr geltend machen, jetzt wo Cecil mir sogar das Doppelte bietet. Noch viel wichtiger und dominanter jedoch sind die Gefühle, die nun in meiner Brust toben. Und denen sind auch 1.000 Euro völlig Schnuppe. Noch ehe ich mir dessen voll bewusst bin, höre ich mich sagen, ich bleibe. Was? Ich bleibe, ich werde Ihnen helfen. Sie sieht mich an und in ihrem Blick steigt plötzlich eine Wärme auf, die ich nie zuvor bei ihr gesehen habe. Sie beugt sich zu mir, umarmt mich zart und fest zugleich und flüstert ein leises Danke in mein Ohr. Mein gesamter Körper kribbelt und wird heiß, mein Herz rast, sämtliche Emotionsraketen zünden. Scheiße, wird mir klar. Ich habe mich verliebt bis über beide Ohren. Ich würde für diese Frau fast alles tun. Nun löst sich Cecil von mir. Ihre Augen glänzen, sie wischt sich kurz über die Wange. Ich habe das wirklich sehr gehofft.
Ich bin ganz baff und sprachlos. Mein Körper macht noch immer den ganzen Liebesunfug, pocht, vibriert, zittert, sehnt. Es ist schon lange her, dass solche Gefühle bei mir aufgekommen sind. Habe ich überhaupt jemals so gefühlt? Cecile holt ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Sie entnimmt ihm 10 grüne Scheine. Hier, nehmen Sie das bitte. Ich weiß im ersten Moment gar nicht, ob ich sie überhaupt annehmen will. Sehe ratlos auf das kleine Vermögen. Wieso hat sie überhaupt so viel Bargeld bei sich? Hat sie es extra abgehoben, weil sie geahnt hat, dass sie es brauchen wird, um mich zum Bleiben zu bewegen? Bitte nehmen Sie das, wiederholt sie eindringlich. Ich will es so. Also greife ich nach den Scheinen. Mein Kopf ist ganz leer. Sie mustert mich lächelnd, berührt kurz meine Schulter. Lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen. Sie werden Fragen haben. Es wird vielleicht einfacher für mich, wenn ich mich etwas bewegen kann, während ich antworte. Ich erhebe mich mit tauben Beinen und stecke das Geld in meine Tasche. Ich kann es ihr später immer noch zurückgeben, wenn sich alle Geheimnisse geklärt haben, denke ich mir und wundere mich sogleich über mich selbst. Was ist nur los? Was macht Cecile mit mir? Schweigend gehen wir einige Minuten nebeneinander den kleinen Kiesweg des Parks entlang. Fragen Sie nur, sagt sie aufmunternd. Ich mache einen kleinen Sprung, etwa nur eine Seite, also es werden noch ein paar Dinge besprochen, die passiert sind. Und nach dem Gespräch macht sich Lena wieder auf den Weg zurück in das gefürchtete Dunkelhaus, wie sie es bezeichnet. Und da steige ich in die Szene wieder ein, in die letzte Szene, die ich heute lesen möchte. Als ich kurz darauf in meinem Wagen sitze, überlege ich, ob ich mir nicht ein Hotel in Stralsund nehmen soll. Immerhin habe ich 1.000 Euro in der Tasche, da muss ich nicht knausrig sein. Doch dann lasse ich den Gedanken fallen. Es geht womöglich nur um eine Nacht. Morgen besuche ich Oma Mathilde im Heim. Vielleicht klären sich dadurch bereits alle Geheimnisse. Ein unbestimmtes Bauchgefühl sagt mir, dass meine Anwesenheit in Althof dazu dienen könnte, mehr zu erfahren, einfach weil ich dort näher am Thema dran bin. Außerdem erwartet Cecile das von mir. Das ist wohl der entscheidende Grund. Kurz vor 7 parke ich mein Auto vor dem Dunkelhaus. Die Gruppe von Krähen kreist träge übers Dach, als hielten sie Wache. Oder als wollten sie die Szene einfach nur noch unheimlicher für mich gestalten, um mich zu ärgern. Ebenso wie das alte Haus selbst. Fast hämisch steht es da mit seinen hässlichen Backsteinen, dem grauen Mörtel, dem moosigen Reetdach und scheint mich triumphierend aus seinem Zyklopen-Gaubenauge anzustarren. Als wäre es in der Zeit meiner Abwesenheit noch düsterer, negativer und unwohnlicher geworden. Wenn ein Haus schadenfroh lachen könnte, hätte es das jetzt mit Sicherheit getan. Vielleicht tut es das ja auch auf eine Weise, die ich nicht hören kann. Ich steige aus dem Wagen, hole meinen Koffer aus dem Kofferraum und betrete seufzend das ungeliebte Domizil. Genervt schleppe ich mein Gepäck hoch ins Schlafzimmer, hole meinen Laptop heraus und gehe damit in die Küche. Ich werde Erika eine Mail schreiben und die Lesung mit einer faulen Ausrede absagen. Auf ein Telefonat mit ihr habe ich wirklich keine Lust. Doch kaum bin ich in der Küche angelangt, lässt mich ein Blick auf den hellen Fliesenboden stutzen. Sind das etwa Fußabdrücke? Mein Puls beschleunigt sich. Ja, das sind mehrere erdige Abdrücke auf dem Küchenboden. Sie scheinen in den Flur zu führen. Der Größe nach zu schließen, könnten sie von einer kleinen Frau oder einem Kind stammen. Gänsehaut breitet sich auf meinen Armen aus. Ich stelle den Laptop auf dem Küchentisch ab und gehe zurück in den Gang. Auf dem braunen Holzboden sind die Abdrücke wesentlich schlechter zu erkennen. Bestimmt habe ich sie deshalb zuvor auch übersehen. Aber wenn man genauer hinsieht,
kann man erkennen, dass sie zur Treppe führen. Dort hören sie plötzlich auf. Hat der oder diejenige hier die Schuhe ausgezogen? Wer war das? Meine Stiefel hinterlassen solche Abdrücke nicht. Ich habe Schuhgröße 39. Außerdem trage ich Absätze, keine flachen Schuhe mit diesem gewellten Profil. Ellen? Sofort schüttle ich genervt über mich selbst den Kopf. Nein, bestimmt ist hier keine untote Ellen herumgeschlichen und hat Gartenerde in der Küche und im Flur verteilt. Schluss mit dem Blödsinn. Ich gehe zurück in die Küche. Das Fenster steht noch immer offen von heute Morgen. Na klar, ich habe vergessen, es bei meiner Abfahrt zu schließen. Es muss jemand hindurchgeklettert sein. Ein neugieriges Kind wahrscheinlich. Oder Maike. Wobei die aber im Wirtshaus arbeiten muss, da wird sie keine Zeit für solchen Unfug haben. Trotzdem, bestimmt gibt es dafür eine logische Erklärung, die rein gar nichts mit einem Spuk zu tun hat. Vielleicht ist einem Kind beim Spielen der Ball durchs offene Fenster geflogen. Oder es war eine Mutprobe von irgendwelchen Jugendlichen, kurz in das Krüger-Horrorhaus zu klettern. Wie auch immer, ich sollte nachsehen, ob etwas fehlt, ob vielleicht etwas geklaut wurde. Und zur Sicherheit kann ich ja mal nach Ellens Schuhen sehen. Nur um diese absurde Idee komplett auszuschließen. Damit die albernen Gruselflausen aus meinem Kopf verschwinden. Ich gehe hoch ins Schlafzimmer. Zielsicher steuere ich auf den Kleiderschrank zu und öffne ihn. Zwei Paar Schuhe stehen dort. Flache Lederschuhe und recht altmodische Stiefletten. Ich drehe je einen Schuh pro Paar um. Größe 39. Auch das Profil passt nicht zu den Abdrücken in der Küche. Na also. Ich will das Schlafzimmer schon verlassen, stoppe aber, als mein Blick aufs Bett fällt. Auf dem Kissen liegt ein Zettel, der ist definitiv neu. Ich greife danach und lese die recht krakelige Handschrift. Du bist in meinem Haus nicht willkommen, Ellen. An der Stelle höre ich auf. Wie es weitergeht, könnt ihr natürlich in meinem Buch nachlesen. Dankeschön. Schade. Für mich jetzt. Ja, nein, es ist Absicht. Es ist Absicht, aber schön, dass ich neu gewirken konnte, ja. Ja, ich war so mittendrin und dachte so, okay, jetzt hört sie auf. Nein! Ja, dann habe ich es ja richtig gemacht. Auf jeden Fall. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie war das so? Also von der Idee bis zum fertigen Buch. Ja, das ist ja immer ein längerer Prozess. Also das Erste, was ich wusste, ist, ich möchte eben ein Psychokrimi mit einer Liebesgeschichte mischen. Und als Ort habe ich auch relativ bald gewusst, ich möchte so eine Ostseegeschichte einfach schreiben. Und daraufhin habe ich quasi einen Arbeitsurlaub gemacht, wie man es auch nennen mag, einen Rechercheurlaub, ähnlich wie Lena auch. In Stralsund bin ich an die Ostsee gefahren und habe mich dort mal genauer umgesehen, habe mich in Stralsund umgesehen, habe Orte für die Handlung mir ausgesucht, habe auch den Ort in der Nähe gesucht und gefunden, den ich gebraucht habe für die Handlung. Und dann mussten natürlich die Figuren her. Und bei mir ist es ja oft so, dass der Start anfängt mit einer Szene, die ich im Kopf habe. Und es war genau diese Eingangsszene von Lena und Cecile am Stralsunder Hafen. Und dieses Bild hatte ich ganz klar vor Augen und auch die Personen. Die sollten ja in sich sehr unterschiedlich sein und es sollte sich ja auch immer ein Rätsel zwischen den beiden auch emotional auftun. Und deswegen habe ich die Personen so gestaltet, wie sie sind. Also die etwas frustrierte, introvertierte, möchte ich sagen, Lena und Cecile, die ja auch in ihrer Art nicht immer einfach ist und auch sehr unnahbar. Aber die beiden kommen sich dann, damit es eine Liebesgeschichte wird, natürlich auch näher und finden irgendwie zueinander. Und das war mir einfach so ein Anliegen, das so in eine Geschichte zu packen, die Emotionen, die Spannung und auch die Figuren ihre Entwicklung nehmen zu lassen.
kommt natürlich nicht so ein Sidekick vorbei wie die Maike, die es auch ein bisschen lustig dann mal macht. Und ja, auch so ein Dorfwirt, der ja, letztlich auch ein bisschen Humor reinbringt. Die Oma Mathilde, die wurde kurz erwähnt in der Lesung eben, die nochmal den Gruselfaktor deutlich verstärkt. Und die untote, geisterhafte, wie auch immer, Ellen, die ja über allem schwebt. Ja, und so ist das alles entstanden in meinem Kopf, Szene für Szene. Also ich mache das immer so, so eine Mischung aus Plotten und Struktur und dann aber auch die Freiheit zu haben, mich ein bisschen führen zu lassen von den Figuren. Und das ging dann relativ zügig, als ich mal so 50 Seiten geschrieben hatte. Das Buch hat ja so 200 Seiten und ja, die Verlagssuche war jetzt eigentlich kein großes Abenteuer mehr, weil ich bei meinem Verlag, bei dem das Buch auch erschienen ist, schon 3 Romane vorher veröffentlichen konnte und der Verlag dann auch das Buch sofort haben wollte. Aber ich kenne natürlich auch, wie schwierig es ist mit Verlagen, dass man da ewig die Klinken putzt. Das war in dem Fall bei mir glücklicherweise nicht so. Da bin ich schon ganz gut aufgehoben. Und dann ist das Buch so, möchte ich sagen, von der ersten Idee bis hin zu Buch in der Hand, ja, 2 Jahre würde ich sagen, und dann war es da. Das ist ja ein toller Weg, den du da beschritten hast. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wo schreibst du denn? Hast du einen bestimmten Platz oder Ort, wo du schreibst? Und gibt es eine bestimmte Uhrzeit? Hast du Rituale? Meistens schreibe ich ganz unspektakulär an meinem Schreibtisch. Vormittags ist mir eigentlich die liebste Zeit. Also ich schreibe nicht am frühen Morgen. Ich brauche schon so meinen Schönheitsschlaf, sage ich mal. Und so vormittags 2-3 Stunden ist so die liebste Zeit. Je nachdem, wie ich mit der Arbeit eingespannt bin, auch mal ein bisschen kürzer. Ich habe ja noch einen Brotberuf nebenher. Im Urlaub ähnlich, da habe ich dann noch mehr Zeit. Da vertiefe ich mich so richtig in die Story, da wühle ich mich so richtig rein. Also meistens sind meine Urlaube, so die größten Schreibphasen, da nehme ich mir auch gerne mal 3 Wochen am Stück. Und da schreibe ich dann auch mal 3-4 Stunden. Und wichtig ist mir jetzt gar nicht so sehr der Ort, wo ich schreibe, sondern vielmehr, dass es am Tagesbeginn ist, also nach der ersten Tasse Kaffee, also dass ich quasi noch, dass ich schon ordentlich wach bin, aber noch mit frischem Kopf in den Tag starte, noch unbelastet bin vom Tag. Und dann, dass ich absolute Ruhe habe. Also ich brauche keine Musik, ich brauche keine Geräusche, nichts. Also ich am liebsten schalldicht. Also die Ruhe ist mir ganz, ganz wichtig. Und die Tageszeit und ein Kaffee dabei. Und ja, dass ich entspannt bin und keinen Zeitdruck habe, das hilft natürlich auch. Ja, und dann eigentlich, also wenn diese Grundgegebenheiten da sind, dann brauche ich einfach gute Ideen. Und ich glaube, das ist oft die größere Herausforderung, den geeigneten Platz zu finden. Da gebe ich dir recht. Das stimmt. Ich fand es gerade sehr amüsant, wie du meintest, du hast nebenher noch einen Brotjob. Ja, nebenher sage ich jetzt in dem Kontext, natürlich verdiene ich nicht mein Geld jetzt allein mit dem Schreiben. Natürlich ist jetzt auch leicht dahingesagt, es gibt ja tatsächlich Leute, die das können, sind jetzt aber nicht allzu viele, so wie ich weiß. Ich arbeite gerne in einem anderen Beruf auch, Teilzeit, damit ich auch genug Zeit für Schreiben habe. Das sind so meine 2 Welten, die ich habe, die ich auch gut voneinander trennen kann. Warum schreibst du gerade in diesem Genre? Ja, weil ich es einfach am besten nachfühlen kann. Ich bin ja selbst eine lesbische Frau und wenn ich eine Geschichte schreibe, will ich die auch wirklich fühlen können. Und ich will zum einen das schreiben, was ich 100% nachfühlen kann, aber zum anderen auch, was ich selber lesen würde, weil es mich interessiert. Und ich muss gestehen, ich bin keine, also als Leserin, keine Liebesromanleserin. Ich greife in der Regel eher zu Krimis, Thriller und so weiter. Aber ich finde es einfach herrlich, wenn in solchen Krimis lesbische Hauptpersonen auch mal vorkommen oder zumindest zentrale Figuren, die eine wichtige Rolle spielen. Und das gibt's, finde ich, in der Literatur noch nicht so häufig wie jetzt zum Beispiel in Serien, im Fernsehen. Da ist ja überall, was auch schön ist, queere Charaktere zu sehen. Aber so dieser Mix, diese Lesbian-Love-Story mit einem Krimi zu kombinieren oder, was ich jetzt aktuell schreibe, auch so eine Spukstory
Das ist jetzt gerade mein aktuelles Projekt. Also einfach so eine Geisterstory auch mit einer Liebesgeschichte zu kombinieren, das finde ich einfach interessant. Also zu sagen, ja, okay, ich schreibe eine lesbische Geschichte, aber vielleicht interessiert es auch Leute, die Krimis mögen oder die Spukgeschichten mögen oder die Metal-Musik gern mögen, weil ich auch einen Roman über eine Metallerin geschrieben habe. Also ich versuchte immer so ein bisschen mich zu erweitern und auch mein Zielpublikum hoffentlich nicht zu klein zu halten. Ich finde es total toll, diese Kombi, die du da machst, auch das, was noch kommt. Bin ich natürlich neugierig, aber das werde ich ja dann sehen und vielleicht auch hören. Das ist mal was anderes und ja, da gebe ich dir recht, das fehlt natürlich und das ist daher toll, dass du das bedienst. Warum bist du Autorin geworden? Ja, ich ging so automatisch. Das war jetzt nicht so, dass ich da gesessen bin und mich bewusst eines Tages entschieden habe, sondern ich habe als Kind, als Jugendliche schon geschrieben. Ich habe gelesen unglaublich viel als Jugendliche und ich habe dann oft einfach aus Spaß manche Dinge auf meinen Stil umgeschrieben. Also Anne und Nanny sogar, wenn es in früher Zeit und dann später Stephen King. Es war mein ganzes Leben lang da. Ich habe nie überlegt, ob ich das tun soll oder nicht, weil ich, hat sich einfach so ergeben. Und ich liebe einfach diesen Prozess, in eine Geschichte einzutauchen und auch völlig mich selbst und mein Ego und alles um mich herum zu vergessen und einfach wie in einem Film, in einer zweiten Realität zu sein für eine gewisse Weise. Und das ist das, was ich jetzt aus meinem eigenen Gefühl erlebe. Aber natürlich dann, wenn ich merke, dass es den Lesern, Leserinnen gefällt und ich auch Feedback bekomme und auf Lesungen auch Reaktionen erhalte und aus Gesprächen merke, es ist angekommen, dann gibt mir das einfach so viel Spaß und Freude und Antrieb, einfach weiterzumachen. Außerdem habe ich so viele Ideen immer wieder, wenn ich die nicht aufschreibe, dann wüsste ich ja gar nicht, da würde ich ja platzen irgendwann. Von daher ist es so, es ergibt sich völlig automatisch bei mir, ohne jeglichen finanziellen Druck. Ich bin da völlig frei. Ich mache das wirklich, weil ich es will, weil ich Lust habe, weil es meine Leidenschaft ist, deutlich mehr als ein Hobby. Also Hobby will ich immer gar nicht hören. Es ist mein zweites Leben, mein zweites Standbein. Und eine Profession auch für mich in gewisser Weise. Und es geht nicht ohne. Das ist keine bewusste Entscheidung, es ist ganz automatisch. Ich bin da reingerutscht und ich werde da auch bleiben. So, jetzt kommt eine ganz spannende Frage. Liest du viele Bücher? Ja, ich lese viele Bücher. Ich lese sehr gerne Krimi, Thriller, manchmal auch Liebesgeschichten, aber muss ich gestehen, eher selten. Ich lese gerne auch so gesellschaftskritische Texte. Mir sind immer die Figuren wichtig. Also wenn jetzt eine Liebesgeschichte immer nur, ja, da ist die eine und die andere und die sind unterschiedlich und kriegen sie sich nicht. Das ist nicht so meins. Ich finde immer so, es braucht wirklich eine starke andere Handlung noch dabei und auch eine Atmosphäre, die mich interessiert. Und ich mag wirklich gerne Thriller, Krimi, auch Horrorgeschichten. Und deswegen baue ich die auch gerne mal in meinen Texten ein. Ja. Was liest du denn aktuell? Aktuell? Ah, gerade zwei verschiedene Sachen. Krimi. Krimi in einem Haus. Es sind Fremde eingeschlichen, die, also quasi das Böse ist nicht außen, sondern im Haus. Und ist auch so ein typisches düster Krimi-Thriller-Thema. Und da bin ich gerade dran, ja. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, zum einen mal auf Facebook. Da habe ich eine Seite, www.facebook.com/romanautorin Sabine Brandl. Als normale Person kann man mich aber auch kontakten. Das ist www.facebook.com/Autorin Sabine Brandl, also entweder Autorin oder Romanautorin. Dann habe ich eine Website natürlich, so www.sabinebrandl.net und auch einen YouTube-Kanal, den findet ihr eigentlich recht schnell, wenn ihr Sabine Brandl eingebt. Da sind jetzt aber nicht allzu viele Videos drauf, den muss ich künftig noch besser bestücken, den Kanal. Ja.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also wir müssen ja jetzt alle wissen, wie es weitergeht. Also ich ja, sowieso. Ich würde euch alle bitten, das Buch direkt beim Verlag zu kaufen. Mein Verlag, also mein mit AI. Und natürlich ist es auch beim großen A und anderen Plattformen überall erhältlich. Aber ich würde als Autorin immer dafür plädieren, direkt bei den Verlagen zu kaufen oder in den lokalen Buchläden, weil die Leute einfach am meisten davon haben. Und deswegen einfach auf die Mein-Verlag-Seite www.mein-verlag.de einfach mal gucken, da ist mein Buch zu finden. Oder einfach in Buchladen gehen und bestellen. Wahrscheinlich liegt es nicht aus, aber bestellen kann man es ja dort auch und kriegt es in ein, zwei Tagen. Wir kommen jetzt zur allerletzten Frage, leider schon. Mhm. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir von meinen Lesern, dass sie mir ab und zu mal Feedback geben. Ich finde es total wichtig als Autorin, wenn wenn man mal liest, dass ein Buch angekommen ist oder dass es gefallen hat. Das bedeutet, mich gerne direkt kontaktieren über meine Webseite oder auf Facebook, mir gerne auch ein Feedback hinterlassen, vielleicht auch mal einen Verbesserungsvorschlag. Aber das freut mich. Und wenn das Buch gefallen hat, natürlich sind Rezensionen sehr schön und wichtig auch für Autorinnen und Autoren. Auf Lesungen auch bitte, wenn ich mal da bin, traut mich anzusprechen. Ich bin überhaupt nicht irgendwie hochnäsig oder irgendwas. Bin ganz normaler Mensch und ich freue mich über Gespräche und über Interesse und auch über Fragen aller Art. Bin ja nicht so grantig wie die Lena in meinem Buch. Also ich spreche gerne auch über Schreiben mit anderen Schreibenden und lass mich auf alle Themen ein, die gerade interessant sind. Also gerne ansprechen, Kontakt zu mir aufnehmen, sei es im echten Leben auf Lesungen oder auf Facebook oder auf meiner Webseite und auch Rezensionen. Es müssen keine ewig langen Texte sein, aber einfach ein Feedback, das hilft einem dann auch schon mal, dass man als Autorin einfach auch einen guten Stand hat und wieder entdeckt wird von anderen Leserinnen. Das wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass sie ganz viel Spaß haben mit meinen Büchern hoffentlich, dass sie gut unterhalten sind, dass sie es hoffentlich nicht mehr aus der Hand legen können, dass sie ein Kribbeln spüren, dass sie Spannung spüren, dass sie die Figuren mögen oder auch nicht. Manche muss man nicht mögen, aber vor allem die Hauptfiguren, dass sie ihnen gefallen und dass ich einfach Freude bereiten kann, also dass meine Leser ja diese Freude spüren, die ich weitergeben möchte, also den Spaß und die Geschichten, die ich mir überlegt habe und auch die Aussage, die ein bisschen manchmal zwischen den Zeilen steckt. Das wünsche ich mir alles. Das ist eine ganze Menge, aber ja. Ja, ganz schön viele Wünsche, aber ich finde die gut. Sehr schön. Ja, danke schön. Ich danke dir, Sabine, dass du heute mein Gast warst. Komm gerne wieder. Würde ich mich freuen. Wenn mein neues Buch da ist, melde ich mich gerne wieder. Sehr gerne. Sehr schön. Also vielen Dank, dass du heute zu Gast bei mir warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Alles klar, danke dir auch. Tschüss. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.